könnt hier übrigens auch spenden und eine Spendenlink. Es ist schön hier allein durch ins Kirchen zu gehen. Es muss fürchterlich sein, dort den Rainer zu sehen. Aber nichts ist so traurig für mich auf der Welt, wenn er dann streamt und er bettelt um Geld. Als er nur dumm rumtanzte, hab ich viel gelacht. Fand ihn zwar peinlich, doch es hat Spaß gemacht. Aus Spaß wurde Wut, und zwar ziemlich schnell. Denn er fand dann gefallener Bettel nach Geld. Du bist echt ein ganz besonderer Mensch. Die Frau seiner Träume sitzt vor ihm im Licht. Er will sie so sehr, doch sie mag ihn halt nicht. Als die Tröte erschallt und sein Weltbild zerfällt, bleibt ihm immerhin sein erbetteltes Geld, ja, ja. Herr Winkler, der dort in Altschauerberg wohnt und mit großem Gesäß auf dem Schuldenberg thront, der gedeiht und wächst weiter bis zum Himmelszelt. Da hilft ihm auch nicht sein erbetteltes Geld. Ich hoffe, ich kann auf eure Unterstützung auch im nächsten Monat zählen. Auf die Spenden der Drachis hofft er dann im Stream. Money for nothing, er hat nur rumgeschrien. Ach, er freut sich ja so, wenn er bei Rewe bestellt. Und das macht er dann von dem erbetteten Geld. Würde ich rumschreien, wenn ihr nicht hier wärt? Mit dem Stock in der Hand hat er ganz wild geschnauft. Vom Mut keine Spur, rein jammerte laut. Doch ich kann ihn verstehen, auch ich bin kein Held. Aber es kotzt mich an, wenn er bettelt um Geld. Es ist 2020, wir sitzen heute hier, singen dieses Liedchen und trinken ein Bier. Viel hat sich geändert auf dieser Welt, nur eben nicht Rainers Gebettel nach Geld. Das Drachens Gefährt über die Straßen fegt, kein Wunder, zu Fuß bekommt er sich nicht bewegt. Er hält vor dem Tor, er steigt aus und er bellt. Aus Mitleid gibt's im Stream dann erbetteltes Geld, genau. Ich bin der Rainer. Kennt ihr diesen Drachen, verrückt und skurril? Er brüllt ja ganz gut, doch kann sonst halt nicht viel. Der nie sehr hoch stieg und doch abgrundtief fällt, geschieht ihm ganz recht, denn er bettelt um Geld. Ja, ich hab schon ne Menge im Leben gesehen. Das Schönste für mich ist, am Zaun dort zu stehen. Es ist schlimm genug, wie er sich dort verhält. Aber am schlimmsten ist es, wenn er bettelt um Geld.